Da muss man einfach noch mal was sagen. Zum 100. Mal. Parkplätze haben nichts mit Erfolg oder Misserfolg des Einzelhandels zu tun. Das ist nicht meine Meinung, sondern da gibt es empirische Untersuchungen, seit die Fußgängerzone Zeil eingeführt worden ist. Alles andere ist rechtes Fake News und hat nichts mit der Realität auf den Fußgängerzonen zu tun. Und richtig abenteuerlich wird es ja auf den Bürgersteigen im Oederweg, da läuft keiner mehr. Ist ja nicht zu fassen. Ich bin heute da gefahren um 3:45. Es war voll. Ja, ich fahre manchmal auch mit dem Fahrrad dann so schräg über den Bürgersteig. Und das fanden die Fußgänger gar nicht so toll, die da in Massen waren. Es war nicht leer. Also hört mal auf, diese Fake News zu verbreiten und diese rechte Autopropaganda in der Stadt zu verbreiten. Man kann viel kritisieren, aber die Richtung ist richtig und sie wird dem Einzelhandel eher helfen. Und es ist gut, dass sie auf Parkplätzen ihre Waren da auch ausbringen können, weil da der direkte Kontakt doch sehr viel besser läuft. Kapieren Sie doch mal, selbst in rechte Gehirne muss doch mal die Realität reingehen können. Danke, tschüss, das reicht.